Haha. Dienstagabend. Heute habe ich mir mein Feierabendpfeifchen richtig verdient. Ich wollte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei euch bedanken für die netten Kommentare zu meinem Flake Friday. Und ich war doch ein bisschen verwundert, weil viele von euch geschrieben haben, dass sie den Tabak, den ich dort verraucht habe, gar nicht kannten. Und ich dachte mir, ich erzähle euch noch ein bisschen was Genaueres, warum mir der Tabak so gut schmeckt. Hat nämlich beim Alex auch eine kleine Geschichte. Die Londoner Tower Bridge hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Stockdunkel und die Tower Bridge total beleuchtet. Vielleicht finde ich das Bild, dann kann ich euch das mal einblenden. Aber was mich so an dem Tabak fasziniert, erstens habe ich den Tabak damals von einem guten Freund empfohlen gekriegt, der gesagt hat, der ist genau auf deiner Wellenlänge. Und des Weiteren, dieser Tabak kommt als Strang daher und Strangtabak hat immer etwas Besonderes. Der Duft aus der Dose ist einfach nur herrlich. Leichte Rosinen, vielleicht ein bisschen malzig, einfach lecker. Wie gesagt, aber kein Leichtgewicht. Aber wenn man mit Tabaken was verbinden kann, dann ist das einfach herrlich. Das ist wie diese wunderschöne Stanwell 11. Die habe ich von einer lieben Abonnentin damals geschenkt gekriegt. Und das ist einfach ein klasse Flake-Raucher. Und was passt einfach besser zusammen wie eine gute Flake-Pfeife und ein super Tabak? Wie einige von euch wissen, stehe ich ja unheimlich auf Flakes. Und der Robert McConnell Old London Pebble Cut, wenn es den nicht mehr geben würde, dann wäre ich echt traurig. Natürlich kann man sagen, wir haben in Deutschland so viel Tabake, da findet man immer einen. Ja, da gebe ich euch recht. Aber man findet halt nicht den Tabak. Strandtabak, einfach nur herrlich. Das Farbenspiel des Tabaks finde ich einfach nur betörend. Zusammen mit dem Geruch. Eine gute Kombination, wie ein schönes Stück Steak und ein herrliches Bier. Dieser Tabak strahlt für mich persönlich einfach Charakter aus. Das ist ein Statement, was man von wenigen Tabaken so explizit erhält. Mir ist auch bewusst geworden, warum ihn viele von euch vielleicht noch nicht probiert haben. Ihn gibt es nur in 100 Gramm und die 100 Gramm Dose, meine hier, hat gekostet 21,60 €. Ist natürlich schon eine Ansage, aber ich muss sagen, das ist der Tabak auch wert. Verschiedene Virginias mit ein bisschen Perique werden zu einem Strang gepresst und ein bisschen Orient ist auch noch vorhanden. Aber das hatte ich bereits ja in meinem letzten Video schon gesagt. Aber das ist so ein
Tabak, der einfach ein Klassiker ist. Und je älter ich werde, umso mehr halte ich mich an alten Klassikern fest. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter und ich sag, es hört mal rings and fly, euer Eagle Pipe.